Heute geht es um Topspiel Magdeburg gegen Kaiserslautern. Und Siegen! Normal. Einer geht noch rein! Ja! So, und an der Stelle, moin Leute, was geht? Euer Julian hier und Jammerlieben Freunde. Heute geht es um Topspiel Magdeburg gegen Kaiserslautern. Am schönen Samstag, 20.30 Uhr ist Anstoß. Ich habe richtig Bock, Leute. Mein Tipp ist 3-1. Wir fragen jetzt noch meine Mutter und meinen kleinen Bruder, was sie tippen. Ja, let's go. So, Mama, was tippst du heute Magdeburg gegen Kaiserslautern? 2-0 für Magdeburg. Was denkst du, wer schießt die Tore? Artig. Und? Dass man so viel in der Schule steckt. Ja, vielleicht Schuler noch. Das wäre geil, wenn er irgendwie ein Tor schießt. Ja. Was sagst du zum Auswärtssieg gegen Osnabrück? Das ist cool. Das war ein gutes Spiel. Ja, ich hab's ja geschaut. Ich war live auf TikTok dabei. War echt ein cooles Spiel, Leute. Ja, was ist dein Tipp? 3-2. 3-2, das ist ja auch heftig, sag ich. Ja. Leute, es wird wirklich ein geistkrankes Spiel. Ich glaube, beide Mannschaften werden sehr viele Chancen haben. Beide Mannschaften werden kämpfen. Und am Ende des Tages wird sich der 1. FC Magdeburg durchsetzen. So schätze ich das Ganze ein. Ja, ist ja auch ein schönes Spiel, muss man sagen. Ne? Magdeburg-Kaiserslautern immer wieder geil. Gerade war das Spiel Deutschland U17 gegen Frankreich U17 Finale. Und Deutschland hat es geschafft. Let's go. Ich muss noch dazu sagen, Leute, ich habe die U17 von Deutschland gar nicht so richtig verfolgt. Ja, ich habe es aber mitbekommen, wo die jetzt stehen. Habe auch mitbekommen, dass sie jetzt ins Finale eingezogen sind. Haben es ja geschafft. Und jetzt haben sie auch das Finale gewonnen. Geisteskrank, also auch dieses Spiel, das war eine Wucht. Ja, meine lieben Freunde, jetzt wird noch ein bisschen gechillt. Dann mit der Runde noch rausgehen. Und dann geht's nach Magdeburg. Mein Vater kommt heute ungefähr 18 Uhr. Ich hoffe, wir kommen gut durch Magdeburg durch. Und ich hoffe, dass ich auch pünktlich zum Anschluss ankomme. In Magdeburg angekommen, meine lieben Freunde. Jetzt geht es Richtung Stadion. Ja, die Aufregung steigt. Ja, wir hören. Ja, wir hören es hier in der Kamera. Ja. Es ist krank. Wirklich, ich freue mich. Es ist arschkalt, aber egal, Leute. Let's go. Wir haben uns jetzt nochmal hier hingesetzt, Leute, essen jetzt. Da ist mein Papa am Start. Ja, sieht sehr gut aus. Heute mal Currywurst, Leute. Wir essen sonst immer Roulette, Jörn. Ja, heute mal Currywurst. Was sagst du, wie schmeckt's? Ja. Nice, sehr gut. Was sagst du von 1 bis 10? 10 von 10, also Junge. So, meine lieben Freunde, ich koste jetzt die Currywurst. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus, muss ich schon sagen. Oh, ja. Was sagst du? Sehr, sehr gut, Leute. Das kommt von mir. 9 von 10. Ja? Wir sind jetzt im Stadion. Das ist unsere Aussicht. Immer wieder geil. Geil ist das krank. Da sind Auswärtsfans und da sind unsere Fans. So muss es sein. Ja, in jedem Moment müssten auch die Magdeburger oder müssten eigentlich beide Mannschaften reinkommen. Ja, eine Stunde ungefähr noch und dann ist Anschluss. Jetzt kommen die Torhüter von den 1. FC Magdeburg rein. Leute, jetzt ist der 1. FC Magdeburg. Und da kommen die Torhüter von Kaiserslautern. Was nach Hause hier, bitte. Jetzt kommt die Mannschaft von den 1. FC Magdeburg raus. Jetzt kommt die Mannschaft vom Kaiserslautern raus. Die Aufstellungen sind jetzt draußen. Ja, das Abstück okay, würde ich sagen. Mal schauen. Ja, und hier auch noch die Aufstellung von Kaiserslautern. Auf der Homepage. Auto, ein Gutschein für eure Liebsten. Ja. Und Siegen!
kämpfen und siegen! Artig macht heute sein 100. Spiel und ist Papa geworden. An der Stelle herzlichen Glückwunsch. Und in Kürze beginnt das Spiel ungefähr noch 15 Minuten. Dann geht's endlich los. In Magdeburg beginnt in folgender Formation. Im Tor mit der Rücke Nummer 1, Dominik. Nein, Mann. Die Rücke Nummer 6 beim 1. FC Magdeburg trägt Daniel. Die Partie. Beide Mannschaften kommen jetzt rein. In Kürze beginnt das Spiel. Jetzt beginnt gleich das Spiel. Das wird ein Kratzel. Das wird geistkrank. Kaiserslautern. Oh mein Gott! Was eine Grätsche! Magdeburg jetzt mal. Schöner Pass. Ja. Oh! Schade, erster Schuss. Wurde abgefälscht. Artig. Digga, was? Aber ich glaube, den Ellbogen ins Gesicht bekommen. Ah, schwierig. Freischuss jetzt für Kaiserslautern. Ja, ob das jetzt wirklich ein Foul war, keine Ahnung. So, ich finde persönlich, das war kein Foul. Freischuss für Kaiserslautern? Aber naja. Kommt. Außer. Jawohl, schön geklärt. Ich glaube, zur Ablösung oder was weiß ich. Auf jeden Fall Freistoß für Magdeburg. Da geht. Oh, was ein Ball! Oh mein Gott, schade! Einmal blau-weiß, immer blau-weiß, hey! Hey! 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 Jetzt Magdeburg vielleicht mal. Komm, Magdeburg! Boah, schöne Grüße, aber schöne Grüße von Kaiserslautern. Jetzt gleich mal Magdeburg. Schade. Boah. Jawohl, Ipati! Jawohl, Ipati, Junge! Du Maschine! Kaiserslautern, Ball kommt. So,
Oh, schwierig. Flanke. Ja, und jetzt mit Abschluss in Magdeburg. Sehr, sehr gut. Artig. Schön. Schieß! Schieß doch! Digga, schieß doch! Flanke! Schieß! Ja, aber konnte jetzt schon lange schießen müssen. Oh, Kaiserslautern! Was ein Drecktor! Kaiserslautern jetzt! Jawohl, stark, Jungs. Reimann hat. Freistoß hier in Magdeburg jetzt. Mal schauen, was du jetzt. Der Schiri muss auch noch was klären. Wie es aussieht, ist aber auch alles in Ordnung da jetzt. So dass der Freistoß jetzt ausgeführt werden kann. Schade. So, jetzt Kaiserslautern. Boah, noch geklärt. Schön. Schön gemacht. Kaiserslautern, jawohl. Magdeburg, schön geklärt. Ey, Digga, Schiri. Oh, Kaiserslautern. Und Schuss, jawohl. Abschuss für Magdeburg. Oh, 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 Kaiserslautern jetzt. Jawohl. Komm on, ey! Digga, ey, Jungs! Digga, das ist Bruder, sowas darf wirklich nicht passieren. Magdeburg, ich glaube, es ist artig, wenn er bei Besitz ist. Ja. Oh mein Gott! Alter! Ecke schon ausgeführt. Komm. Kurze Ecke. Schön. Oh mein Gott, wir gehen. Ja, komm, komm, komm. Kaiserslautern wieder bei Besitz. Jetzt Kaiserslautern. Danke. Oh, 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 oh. Mein Gott. Ja, ja, Reimann. Ja, stark. Reimann. Oh, 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 Kaiserslautern jetzt. Jawohl. Halbzeit, Leute. Steht 1-1 zwischen dem 1. FC Magdeburg und Kaiserslautern. Ein sehr interessantes und spannendes Spiel. Deswegen hin und her. Ich persönlich bin der Meinung, dass Magdeburg besser war. Ja, Magdeburg hat mehrere Chancen gehabt. Und ich bin auch der Meinung, Leute, dass wir schon das 2-2 machen müssen eigentlich. Also wir hätten schon längst 2-3-1 führen müssen eigentlich. Ja, darum bin ich gespannt auf die zweite Hälfte. Ich freue mich auf die zweite Hälfte. Let's go, Jungs. Wir holen uns die 3 Punkte. Heimsieg kommt, Jungs. Beide Mannschaften kommen jetzt rein. In Kürze beginnt die zweite Halbzeit. Die zweite Halbzeit hat jetzt begonnen. Ja, Leute, die zweite Halbzeit hat jetzt begonnen. Let's go!
Magdeburg! Magdeburg! Jetzt gibt es eine Ecke für den 1. FC Magdeburg. Kommt, Jungs. Haut mal jetzt einen schönen Kopf rein. Das wäre doch geil, Mann. Oh, oh mein Gott. Kaiserslautern jetzt. Kaiserslautern. Kommt, Jungs. Drauf da. Drauf da, komm. Kommt, Jungs. Jawohl, stark. Einfach für Kaiserslautern. Ja. Kaiserslautern. Ah, schön gesehen, muss man sagen. Au, oh, den hat er faulen. Den hat er schön faulen. Boah, schön. Komm. Ja! Danke, Kaiserslautern. Boah. Und Abstoß Magdeburg. Ja. Artig. Oh. Schieß doch. Nein. Schieß doch. Mann. Kommt, Jungs. Weiter geht's. Jetzt gibt's eine Ecke für den 1. FC Magdeburg. Digga, drei Schüsse. Ah, oh, schade, Mann. Da hätte das 3-1 führen müssen. 3-1, komm, müssen du rum. Komm. Komm, das ist eine super Ecke, bitte. Komm. So. Ja, komm. 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 Schieß, Rainer. Oh mein Gott, schade. Ah, ja, Fehlpass, Kaiserslautern. Oh mein Gott. Zum Glück. Magdeburg, Fußballclub, Magdeburg, 1. FC, Magdeburg, Fußballclub, Magdeburg, 1. FC, hey! Komm! Schieß! Boah, schade! Ito! Das war gut! Ito! Oh! Und Ecke, kommt, Jungs! Dann Ecke jetzt für Magdeburg. Ah, Torwart. Oh, schön dabei. Ito, Ito, Ito. Schieß. Hey, Mann, Mann, ja! Wieder durch irgendein Fehlpass. Danke. Oh mein Gott.
Abschluss in Magdeburg. Kaiserslautern. Kaiserslautern. Geranda. Geranda. Raus da. Sehr schön. Und Lukas Schuler liegt. Komm, Rosa, mach weiter, komm. Komm, mach weiter. Ah, scheiße, komm, Rosa. Ja, meine Freunde, Lukas Schuler musste raus. Ey, das tut mir wirklich so leid, Digga. Vor ein, zwei Jahren war der schon mal so schwer verletzt. Und jetzt mal Magdeburg jetzt hier. Komm, Jungs, mach das hier eins, komm. Ito. Jawohl. Ecke, jawohl. Ganz klare Ecke. Magdeburg vielleicht nochmal. Spiel nochmal hinten rum. Geiles Spiel, von Magdeburg ohne Spaß. Am Anfang ein bisschen geträumt, würde ich sagen. Dann ist 1-0. Warum? Die machen heute ein extrem starkes Spiel. Boah, nochmal ein schöner Nachbein. Komm. Jawohl, komm. Ah. Komm, 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 komm. Ja, okay, wir haben. Ja. Boah, jawohl. Digga, was? Ja, Elfmeter! 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 Einer geht noch rein! Ja! Sicher, das ist 90 Minuten, Leute. Sicherer Sieg. 4-1. Einfach nur schön. Wie die Jungs heute spielen, wie die kämpfen. Die sind mit Herz und Blut auf dem Feld. Die kämpfen bis zum Schluss. Geisteskrank. Das Motto, Leute. Geil. So, die Jungs holen sich jetzt ihren Applaus ab. Verdient, Jungs. Sehr stark gespielt. Vollgas geben! So, die Kaiserslautern, oder die Mannschaft von Kaiserslautern, da kommt ja auch nochmal ein bisschen Applaus. Leute, ich sag euch so, wie es ist, die haben nicht unnormal schlecht gespielt, aber in der zweiten Halbzeit und auch in der ersten Halbzeit waren wir besser. Und ja, von mir ein ganz heftiges GG an euch, wirklich an alle Kaiserslautern-Fans. Krass, auch an die Außenstände hier, heftig. Ja, meine lieben Freunde, ich liege jetzt schon im Bett, ich bin schon zu Hause. Ja, es ist aber 1 Uhr irgendwas. Jetzt kommt nochmal eine Meinung zum Spiel. Es war ein unglaubliches Spiel, ohne Spaß. Die Jungs haben gekämpft, die haben mit Herz und Blut gekämpft bis zum Schluss. Na klar, Leute, gab es da mal den Fehlpass und das sollte man noch verbessern. Ja, das passiert aber. Ja. Aus Fehlern lernt man.
Und im nächsten Spiel kann man es besser machen. Und ja, im nächsten Spiel hoffe ich, dass Magdeburg wieder Gas gibt. Am Dienstag ist ja das Spiel in der DFB-Pokal gegen Düsseldorf, Achtelfinale. Ich bin auch live im Stadion dabei. Also wir werden das Spiel uns anschauen. Ich werde wieder einen Stadionblock rausbringen. Seid gespannt, Leute, es wird mega geil. Und an der Stelle haut rein. Euer Jin. Ciao, ciao.